Gleichzeitig soll aber Moobot alle in bestimmten Abständen das posten. Und dadurch hat Moobot quasi an dich selbst geschrieben. Oh, ja, so, schlau. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Ach shit, weil ich so erschöpft war, habe ich jetzt nicht alle Energie. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Ich leg mich nochmal ins Bett. Ich habe auch nicht komplett Energie. Das ist halt so. Gute Nacht. Wir sind zu spät ins Bett gegangen. Wenn man vor 0 Uhr ins Bett geht, kriegt man, glaube ich, komplett Energie. Oder vor 1. Ich habe letztes Mal sogar um 1.50 Uhr komplett bekommen, weil ich immer im Bett zusammengebrochen bin. Weil du nicht so viel Energie verloren hast wahrscheinlich. Ich hatte dieses Mal halt tatsächlich einmal kurz 0 und danach wieder Julia-Cola getrunken, aber das scheint es dann nicht mehr zu revidieren. So. Aber ich helfe dir gleich. Ja, wenn ich wieder Mittagsschlaf mache, dann kannst du ja weitermachen. Genau. Sag einfach Bescheid, wenn du soweit bist. Bevor du dann ins Bett gehst. Oh, ich hätte jetzt so Bock auf eine Pizza. Schlafen gleich um 7. Hol dir doch eine. Noch ist nicht so spät. Noch kann man bestellen. Ich hab kein Geld. Ich bin doch pleite. Tja, dann musst du irgendwie anders bezahlen. So, ich bin ja froh, wenn ich bei der Rechnung bezahlen kann. Ja, ich lasse jetzt den Pizzaboten rein. Sag, hey. Können wir das irgendwie anders klären? Ich hab grad kein Geld im Haus. Ja, sorry. Lass aber die Webcam laufen, dann mache ich gleich doppelt Kohle. Ich glaube, du wirst dann ziemlich schnell von Twitch weg. Nee, ich kann ja mich bei Chatobate anmelden. Oder? Weißt du, was passiert, wenn man Sachen ungepflanzt gedüngt lässt? Das sieht ein bisschen lustig aus. Da wächst da Gras. Echt? Yep. Nee, ich habe doch Weizen gepflanzt. Das, so sieht das aus. Ah, das ist lol, ich dachte, das wäre halt Unkraut, deswegen habe ich es komplett nicht ge... Nee, darfst du ruhig mitgießen. Und ja, da ist eiskalt, das ist ja Unkraut. Ach guck mal, hast du jetzt hier extra Löcher rein... Ah ne, die Löcher sind so entstanden, weil wir nicht schnell... verstehe. Ja, aber die sind zufällig fast richtig. Ja, das stimmt. Also von mir aus können wir jetzt... wir haben jetzt noch ein bisschen Dünger. Du musst mal unten die Löcher dort fixen, ich hole den Dünger. Mhm. Und noch ein paar Samen. Das Loch passt. Dann haben wir es ja schon. Ja, und dann können wir neue Felder bauen. Beziehungsweise wir brauchen halt jetzt einfach erst nochmal ein bisschen Dünger. Warte, hier kommt noch ein Loch hin. Da, wo die Dings ist. Mehr hab ich eh nicht. Ja, dann gucke ich Stand's mal. Im Weg. Hast du die Axt? Ja. Weil dann würde ich nämlich jetzt mal Baumfällen gehen, dass wir neuen Dünger kriegen. Das hätten wir die letzten 3 Tage machen können, wir Schlauköpfe. Die Axt kann ich dir aber nicht schenken. Das ist ja schwachsinnig. Oh, jetzt habe ich. Verdammt. Lal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 
Bestimmt, aber zu einer Uhrzeit, wo halt ja man gar keine nicht Pizza mehr bestellen wird. Kann, das stimmt. Ja, richtig. Also könnte ich ja Weekly Pizza machen oder sowas. Oder einfach Pizza für morgen. Nee, der Gag ist ja, sie wirklich jetzt zu essen beim Streamen. Also das ist ja jetzt heute echt zu spät, aber das muss ich mir für nächste Woche überlegen. Ich finde die Idee witzig. So, Lena frisst Pizza. Und ich meine, einmal die Woche eine Pizza, das verkraftet meine Figur. Ich bin so schön am Abnehmen. Und dann vielleicht nicht mehr. Nee. Aber vor allen Dingen ist ja hier in der Gegend Pizza auch... Okay, du kommst aus Sachsen, ne? Ja. Ich kann sagen, hier ist in der Gegend ist Pizza ja auch echt nicht teuer, aber für dich ist es wahrscheinlich teuer. Was ist denn bei euch eine Pizza? Ja, so, also die günstigste hier, was ich bisher gefunden habe, so als Angebot, ist für 9,50 Euro kriegst du eine Pizza, einen kleinen Salat und eine Cola. Ich wollte wissen, wie viel eine Pizza ist, nicht wie viel ein Menü ist. Ne, eine einzelne Pizza zwischen 4,50 und 15 Euro, je nachdem wo du bist. 4,50 ist die für Dönerpizza oder was? Also vom Dönermann. Also bei mir in der Gegend, die sind die Pizza so zwischen, eher sozusagen mal so zwischen 7 und 8 in der Gegend rum. Wenn du rüberfährst nach Frankfurt. Das ist bei uns teurer, muss ich mal so sagen. Sieht ganz anders aus. Ja, Offenbach ist relativ günstig. Also wir haben halt auch einen sehr hohen Ausländeranteil. Das heißt, wir haben super viel Italiener. Sehr viel Konkurrenz. Bei uns kostet sich so eine, zumindest beim Lieferdienst eine Pizza, sagen wir mindestens 8 Euro. Und da hast du eine billige Pizza genommen. Hm. Eher so Richtung 9.10. So, Hutkatze ist wieder da. Ich habe keine Energie mehr. Ich komme mal wieder hoch. Kannst du ein bisschen Sachen sammeln gehen? Oder gucken, ob irgendwas zum Sammeln ist? Ja, ja, ich sammle auf dem Weg schon. Hab schon ein paar Sachen gefunden. Ich würde dann aber oben, ich meine, den Dünger kann ich ja auch sehen. Das kostet ja keine Energie. Und auch Saatgut kann ich sehen. Nur gießen kann ich halt nicht. Wieder auf dem Rückweg. Ich komme ja schon. Schuck, kannst dir Zeit lassen. Ich bin ja noch nicht da. Alles easy. Da geht's zu. Pizza oder Nudeln oder sowas. Na gut, Nudeln kann ich nachher noch essen. Ich habe auch noch Tomatensoße von meiner Nachbarin da. Tomatensoße ist ja so langweilig. Ja, mit Paprika drin. Ich habe heute vegan Abendbrot tatsächlich, Mensch. Ich habe eine prähistorische Schulternplatte gefunden. Du kannst abgeben. Ich auch noch nie. Ja, mache ich dann auch noch irgendwann. Boah, also vegan Abendbrot, oh mein Gott, wie krass. Krass, ne? Fand ich auch. Es gibt so viele vegane Sachen, die man zufällig aus Versehen isst. Also, ich meine damit, ich habe kein Fleisch gegessen. Und auch das kein wäre dann Tierprodukt. Vegetarisch. Und auch kein Tierzeug. Ja, das passt, wie gesagt, das passiert öfter, als man glauben mag. Veganer Brotaufstrich und dazu auch noch ein bisschen Tomate war mein Abendbrot und Brot dazu. Ja, das ist meistens mein Frühstück tatsächlich. Herzhaftes Frühstück. Nee, süßes ist irgendwie unbefriedigend, ich weiß nicht. Nichts besser als Nutella zum Frühstück. Boah. Steinfisch geangelt. Also wenn ich Nutella zum Frühstück esse, dann war's das mit der Abnehmidee. Pinkkiller, mach dir mal einen Salat. Salat wäre jetzt auch lecker. Ich esse tatsächlich seit irgendwie 15 Jahren Schokocreme-Brötchen zum Frühstück. Oh Gott, ich würde dich so hassen. Warum? Bin ich froh, dass wir nicht zusammenleben. Warum? Meine Freundin macht das genauso. Ja. Deine Freundin will aber auch nicht 25 Kilo abnehmen. Indischer Glaswels. Nee, wir sind stark an. Ja. Wobei sie auch mal an sich rummäkelt und ich sage mal, mach was dagegen und dann sagt sie, nö. Ja, siehst du. Ich bin ja aktiv was dabei, was zu machen. Das ist ja das Ding. Aber deswegen gibt es bei mir auch keinerlei Süßigkeiten und nichts. Sei denn, ich kaufe sie aktiv, weil ich gerade Bock drauf habe. Aber ich habe nichts vorrätig. Oh, du könntest noch ein paar Samen kaufen. Unvorrätige Süßigkeiten. Wir haben noch Samen rumliegen. Mach die erstmal. Habe ich gleich alle. Also, und Schokocreme ist halt auch so eine Sache, wenn ich dann wirklich Bock habe auf was Süßes und die ist da, dann löffel ich die auch. Ah nee, das sind doch sogar noch Samen. Okay, löffeln würde ich tatsächlich nie. Ich würde nie Schokocreme löffeln. Nicht einmal. Ich bin ein absoluter Suchtkrüppel, was Süßigkeiten angeht. Wenn ich die hier habe, habe ich ein Problem.
Ja, ich esse auch gerne Süßigkeiten, aber ich würde Schokocreme niemals löffeln. Nein, ich sage dich, ich esse sie gerne. Ich habe da ein echtes Suchtproblem. Finde ich. Für mein Verständnis von. Also, ich habe jetzt innerhalb von 2 Tagen die 200 Gramm Schlümpfe gefuttert. Und es ist ein Wunder, dass ich gestern nicht alle gefuttert habe. Das ist mir echt schwer gefallen. So. Und Schokocreme würde ich leer löffeln, wenn sie da wäre. Der Kristalldolchen habe ich jetzt auch. Dazu Zucker. So. So, dann kann ich. Oh, ich kann jetzt rausgehen. Ich habe mir auch mal ein bisschen. Oh, Moment, ich will hier noch. Hier unten ist ja auch 65 nochmal ein See. Da muss ich nochmal angeln hier. Mal die Angel reinhalten. Wenn schön du noch tief Energie hast, darfst du hier auch noch gießen, gell? Ich habe fast keine Energie mehr tatsächlich. Oh, okay. Ich halte mich nur noch mit Joja-Cola am Leben. Klingt nach deinem üblichen Tagesablauf. Massiver Fang. Massiven Fang. 74 cm indischer Glaswels. Ich glaube, ich habe eine bestimmte Anzahl an Fischen gefangen, glaube ich. Du fischst ja auch irgendwie den ganzen Tag. Du machst ja kaum was anderes hier. Macht ja voll Spaß. Das ist schön entspannt. Ich mag Fischen auch, aber es ist halt so blöd, ineffizient. Du bist langsam erschöpft. Die zwei kriege ich noch. Jetzt habe ich keinen Dünger mehr. Damit war es das für heute. So, auf nach Hause. Das heißt, morgen kann ich noch die letzten Samen sehen. Und dann. Ja, dann heißt es wieder Mine oder abwarten. Beziehungsweise ich glaube, ich suche dann mal nach Harz. Wollen wir also irgendwann auch unsere irgendwie Tiersachen oder so bauen? Halt. Und dafür brauchen wir Baumaterialien und Form, gell? Dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen sparen für. Weiß ich nicht, ich habe nicht nachgeguckt. Just saying, ich auch nicht, aber ich glaube, da braucht man einiges für. Halt viel Gold und Steine und Holz. So viel kann das nicht gewesen sein, das habe ich schon mal gebaut. Zumindest ein Hühnerstall oder sowas. Okay, ich habe irgendwie dumpf im Kopf, dass ich das irgendwie relativ spät erst gebaut habe. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Ja, du hast hier die Prioritäten anders gesetzt. Haben wir jetzt alles gegossen? Ja. Dankeschön. Julia, Cola sei Dank. Ich töte noch ein bisschen was. Ach, diese Sachen konnte man nur beim Abenteurer-Gilde verkaufen, ne? Da muss ich dann auch noch hin. Ja. Ich finde ein bisschen doof, dass man ausgerechnet die nicht in die Kiste werfen kann. Ich verstehe auch den Sinn nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Oh, langt das noch für einmal hacken? Hat gelangt, aber nichts gebracht. Okay, ja, so ein bisschen aufräumen. Vielleicht können wir ja schon mal ein Silo kaufen, dass zumindest das Gras mal alles irgendwie da weggeht. Du meinst, dass wir Heu haben? Ja, ich hab das Gras ja dann irgendwann tatsächlich angebaut, weil es so teuer ist, das zu kaufen. Und wenn wir jetzt schon ein Silo bauen, dann könnte man ja zumindest da schon mal irgendwie 300 Gras reinernten, wenn man das hier weghackt. Ja, mal sehen. Ich schlafe jetzt jedenfalls. Ich komme auch. Schlafen. In meinem eigenen Bettchen. Ohne ich habe übrigens heute bei Path of Exile meinen zweiten Charakter angefangen. Und warum machst du den ersten nicht weiter? Weil der so ein bisschen hängen geblieben ist, gefühlt. Der kommt nicht so richtig gut weiter voran in die schwierigeren Maps. Sammelstufe 4, neues Rezept Kohlebrennofen. Und neues Herstellungsrezept Wilde Saatsommer. Warum kriege ich denn als kein besseres Farmen, obwohl ich momentan farm wie eine Blöde? Das finde ich eigentlich sehr unfair. Ich fühle mich benachteiligt.